Hallo Freunde, ich bin auf dem Insel Ladig in Seychellen und ich bin gestrandet hier, weil alle Flüge nach Europa wurden gecancelt wegen der Corona-Krise. Es ist 24. März und wie das passiert ist und was kommt, gleich. Als Emirates hat angekündigt, dass am 23. März alle Flüge nach Deutschland und wahrscheinlich Europa gecancelt werden und am 25. März alle Flüge weltweit. Auf einmal stehst du auf einer wunderschönen Insel in die Indische Ozean und langsam die Robinson-Idylle, es kommt zur Realität und das ist härter als man denkt. Okay, hier ist Cheshire. Lass uns gucken, ob wir uns eine frische Saft hier kriegen. Hier ist das beste Saft auf der Liga. Hi, you close? No, we are open. Okay, I'm gonna have some juice then. Thanks. Thank you. Und man fühlt sich ziemlich hilflos. Man versucht alles, irgendwo einen Flug zu kriegen, das klappt nicht. Und man fühlt sich total hilflos. So, heute ist soweit, es ist 24. und es wäre der Tag, in dem ich fliegen soll. Ich bin immer noch hier. Man macht auch alles Mögliche. Ich meine, ich habe den Botschaft geschrieben, ich habe Heiko Maas getwittert. Ich habe alles Mögliche versucht. Reiseveranstalter, alles. Und bisher nichts. Und ich hoffe aber, dass die Regierung ein Flugzeug schickt. Man muss es sowieso bezahlen, ist ja nicht umsonst. Viele denken ja, die Regierung verschwendet die Steuergeld. Aber wie wäre es, wenn du hier wärst und niemand holt dich ab? Die Auswärtige Amt stellt dir zwar eine Rechnung, aber immerhin, du bist zu Hause gekommen. Von daher, lass uns auf Gutes hoffen. So, I kind of built my place for tonight. I'm gonna sleep here, because I'm stranded in paradise in Seychelles. My flight to Europe was cancelled. So here's gonna be my stay for tonight. I'm not gonna have an hotel anymore. It's a premium suite. Well, it could be funny if it wouldn't be so sad, I mean. Wir werden eine Fahrradtour machen. Und zwar, ich bin hier oben. Wir werden einfach in die Stadt gehen, zu dem indischen Supermarkt, da ein bisschen Bavaria Strawberry Bier, Bavaria Erdbeer Bier kaufen, weil das keine Zucker hat und ganz lecker ist. Ich habe Nachrichten von der deutschen Botschaft. Seychellen liegen nicht so weit von Kenia, Kenia-Küste, und die haben eine gemeinsame Botschaft mit verschiedenen anderen Ländern in Nairobi. Und sie hatte dann die Botschaft geschrieben, dass ich gestrandet bin, mit 14 anderen Leuten bin ich hier und wir beten um Hilfe. Es war erstes Mal in meinem Leben, wo ich das Hilfewort tatsächlich nutzen musste. Es sieht aus so, es gibt einen Charterflug am 25. Ein Regierungsflug am 26. Ich versuche jetzt, Ticket zu kriegen für den Charterflug, der morgen fliegt. Und wenn ich Flug habe, dann darf ich nach Europa wieder. Mitten in die Corona-Krise. Auch das erste Mal, dass ich wieder Angst gehabt habe. Seit der Kindheit bin ich im Leben Angst von irgendwas gehabt. Ne? Und es ist ein
ein sehr schlimmes Gefühl. Ich kann es kaum beschreiben. Ist nicht. Das ist das Hotel Ozean, die ich nicht empfehlen kann. Weil die unfreundlich sind. Anyway. Es gibt Situationen im Leben, wo man mit alles klarkommen muss, egal wie es ist. Aber es war nicht leicht, ja. Also Deutschland hat sich sehr lange Zeit gelassen mit der weltweiten Reisewarnung und der EU auch. Selbst nachdem USA die Grenzen geschlossen hat für Tourismus. Und das hat viele irgendwie überrascht. Ich gehe davon aus, dass wesentlich weniger Menschen weggefahren wären, wenn diese weltweite Reisewarnung frühzeitig ausgegeben wäre. Hier eine Riesenschildkröte. Oder zwei. Die leben hier frei, ungezäunt, und die Touristen sind begeistert. Die streicheln sie immer. Das ist zwar eine wunderschöne Insel, Ladik. Aber ihr seht, ne? Wir sind jetzt ein paar Kilometer gefahren und jetzt erst sehen wir die ersten Menschen hier. Oder die ersten Touristen, sagen wir so. Das ist der Friedhof hinter mir. Sehr schöner Platz auszuruhen. Wo immer. Lass uns mal. Dass die EU einen Gesetz hätte für solche Notfälle wie eine weltweite Pandemie. Und ich glaube, das kommt spätestens nach dieser Krise, weil in dieser aktuellen Form, die sind nicht handlungsfähig, wenn so eine globale Krise eintrifft. Wir sprechen mit so vielen Stimmen und es ist notwendig, dass es eine Stimme gibt und auch schnelle Entscheidungen getroffen werden, die auch übernational wirken. Ich bin jetzt eingebucht für den Charterflug am 25. also für morgen. Ich muss noch schauen, wie ich von Ladik wegkomme und muss irgendwo ein Hotel, eine Unterkunft finden für heute auf Mahé, auf dem Hauptinsel. Dann bin ich relativ nah am Flughafen. Die große Angst ist, es ist vorbei. Erleichterung. Allerdings, ich werde die Rückholaktion für die anderen Länder auch weiter verfolgen. Ich habe jetzt die Wichtigkeit solche Aktionen richtig verstanden. Und wenn ich das kann, ich würde die auch unterstützen. Jawohl. Aber bis dahin, ich habe noch ein bisschen Zeit. Vielleicht springe ich nochmal ins Wasser. Da hocken die Turtles wieder. Ist Ladik. Not bad, the Coral Strand Hotel here on Mahé. So sieht aus, wenn die Militär übernimmt. Sein Militärboot im Hintergrund und das sichert hier den Strand. In dem Tag X, wo ich wahrscheinlich nach Europa fliegen soll, fliegen wir. Aber so oder so, lass uns das Beste rausmachen. Lass uns einmal schwimmen gehen. Wenn man nur diese Militärboot da hinten photoshoppen könnte, würde man sagen, das ist alles bei dem Alten. In meiner Aufregung habe ich ein bisschen übertrieben. Das ist doch kein Ende der Welt. Das wird eine Zeit nach dem Corona geben. Ja, doch klar.
wenn es alles gut läuft. Ich bin morgen früh wieder in Europa und diese Unwissenheit und diese Angst, was kommt jetzt, was passiert, das mache ich hier ein paar Monate auf dem Insel gestrandet, dann ist dann weg und das ist erstmal gut. Klar, gestern hat es geregnet, hat stark geregnet, hier im Paradies und genauso. Hier sieht man sehr schön das Courage Sand Hotel. Da hinten ist die Fisherman Cove. Die Fisherman Cove, wo ich auch gewohnt habe, wenn ich euch erinnert. Und sieht man auch die zweithöchste Insel von dem Archipelag. Die Silhouette. Und ich würde sagen, hier endet meine Geschichte auf Seychelles. Oder soll ich einfach hier starten? Here we go, back to Europe with one of the last flights from here from Seychelles. Okay, ich bin wieder in Deutschland nach 10-stündigen Flug. Und hier dürfen wir nur in Gruppen von 40 Personen das Flugzeug verlassen. Aber immerhin angekommen. Also, Entspannung. I've made it back to Germany and it's amazing how empty it is, everything, the Frankfurt airport, no people around. Ich hätte gerne heute gepostet etwas über Seychellen, wo ich jetzt gerade bin, also ein Reisevideo, aber es geht leider nicht. Wir haben heute 18. März und die Corona-Krise hat mich auch betroffen. Ich weiß, das ist in den Nachrichten überall, aber ich muss auch drüber sprechen. Auf der anderen Seite habe ich keine Ruhe mehr. Ich habe jetzt ein Ritual entwickelt. Ich stehe auf, ich schalte das Wecker aus und ich überprüfe zuerst die Emirates-Webseite. Emirates ist die Fluggesellschaft, mit der ich hierher geflogen bin. Bisher scheint noch okay zu sein. Aber fünf Tage sind verdammt viel.